Fast so frisch wie dieser Asphalt ist eines der größten Rechenzentren Österreichs. Der IT-Dienstleister Conova errichtete auf dem Gelände des Pressezentrums in der Karolingerstraße den sogenannten Green Cube. Lediglich 7 Monate hat die Bauzeit betragen. Am Donnerstag wurde das Gebäude offiziell eröffnet. Wir haben hier aktuell Platz für bis zu 12.000 Server. Das heißt, wir haben theoretisch die Möglichkeit, Kunden mit bis zu 12.000 Servern zu bedienen. Wir haben auch einen großen Kunden bereits an Bord aus der Automotive-Branche, der uns einen großen Teil bereits der Fläche unter Anführungszeichen in Beschlag nimmt. Größter Kunde ist derzeit Porsche, aber auch Daten des Landes Salzburg, des Flughafens oder der GSWB liegen auf den Servern im neuen Conova-Rechenzentrum. Der Schwerpunkt der Conova ist natürlich aus der Geschichte heraus im Großraum Salzburg. Wir haben hier Kunden natürlich bunt gemischt. Ich denke, wie es zum Beispiel die Firma Hobex, die ja diese Bankzahlungssysteme anbietet, die bei uns entsprechend im Haus betrieben wird. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel Online-Wettanbieter, die entsprechend die höchsten Verfügbarkeiten benötigen. Darüber hinaus Kreditkarten-Clearingstellen. Wir haben Banken im Haus, die Applikationen bei uns betreiben und schreiben lassen in diesen Bereichen. Datensicherheit ist eines der wichtigsten Themen beim Betrieb des Rechenzentrums. Das Gebäude wird rundum videoüberwacht. Ein biometrisches Zugangssystem überprüft die Personen beim Eintritt in das Gebäude. Bei einem Stromausfall ist man durch eine unabhängige Stromversorgung abgesichert. Ein Dieselaggregat mit 930 Kilowatt versorgt das Gebäude. Die Zeit, die das Aggregat zum Anlaufen braucht, wird mit einem Batteriesystem überbrückt. Aber auch auf Brandschutz wurde besonderen Wert gelegt. Also einerseits haben wir natürlich unser Rechenzentrum dupliziert, das heißt, wir betreiben im Haus eigentlich 2 Rechenzentren. Da ist es so, wenn wir einen Brand detektieren, mit der Brandfrühheisterkennung wird automatisch eine Löschung eingeleitet. Das heißt, wenn irgendwo Rauch entsteht oder irgendwo Partikel in der Luft registriert werden, wird automatisch mit Stickstoff gelöscht und der Sauerstoffgehalt auf ca. 10% reduziert, damit der Brand per sofort quasi beendet wird. 50% des Rechenzentrums stehen noch zur Verfügung. Mit einem weiteren Großkunden wären die Kapazitäten des Green Cubes bereits erschöpft. Die Conova hat deshalb auch schon einen weiteren Standort für ein neues Rechenzentrum im Auge.